Machen wir hier Kindergeschmierze hin und hier noch ein Bild von einem Hund. Oder, warte mal, wir nehmen mal den hier. Oder Strand. So, dann ist der nämlich auch schön, der Raum. Wir können auch ein Brett hin. Wollen wir nicht so sein, ne? So, Stufe 5. Jetzt, wo wir die Kohle haben, hauen wir raus, den Lachs. Du bist schon Stufe 5. Perfekt. Du bist auch schon Stufe 5, glaube ich, ne? Sehr gut. Ja. Du könntest nochmal ein Update brauchen. Die Klos brauchen ein Update. Hm. Jetzt beginnt nämlich der Scheiß mit dem Update. Jetzt können wir da wieder viel Zeit und kommen nicht weiter im Spiel. Aber wir wissen ja, Stufe 5 macht Sinn, weil dann sind die Leute glücklicher und entspannter und zufriedener und überhaupt und so. Ne? Ist uns ja auch was wert. Nicht übertreiben. Denk dran, so ganz reich sind wir auch noch nicht. So, dann haben wir schon mal ein Klo der Stufe 5. Gefällt mir hier natürlich alles noch nicht, aber was willst du machen? Was ist das hier? Ha, guck mal, da fällt ein 2D-Frosch vom Himmel. Muss man sich noch was einfallen lassen, ne? 5, 5, 5, 5, 4. Das habe ich aber auch schnell zusammengeklöppelt, das Ding, ne? Mann, Mann, Mann. Idel, idel, du. Wobei, warte mal, das können wir auch umziehen lassen, oder? Das Ding ist nagelneu eröffnet, ne? Tja, was bauen wir denn da mal rein? Weil die Behandlungsräume sind alle so groß. Wir könnten vielleicht... Jetzt haben wir das gerade so ein bisschen schön gemacht hier, ne? Aber das ist ja Behandlung, das soll ja raus. Das soll ja nicht hier drin sein. Brauchen bräuchten wir es nicht. Dann hätten wir natürlich ein bisschen mehr Platz für. Ach komm, egal. So, nein. Nein. Böses Spiel. Ui. Dann machen wir doch einfach die Tür hier hin. Was wollen Sie von uns? Wie sind Sie überhaupt da hochgekommen? Das sind einige der Fragen, die uns alle beschäftigen. Mich nicht. Lose Einwohner von Two Point County erneut von einem Froschregen überrascht wurden. Ich hoffe, dass Mensch und Frosch eines Tages wieder in Einklang leben werden. Ja, das hoffen wir alle.
es scheint zu funktionieren. Das verwundert, aber es scheint zu funktionieren. Alles klar. Dann setzen wir den hier hin. Korbstühlchen. So. Entchen von Tarau. Ja, wenn wir das nicht hinkriegen, oder? So. Ja, man kann viel Zeit im Design lassen, gar keine Frage. Viel Zeit. Wo ist hier? Irgendwo hatte ich doch was mit Leuchte. Da. Wollte doch sagen, irgendwo war das doch. So, dann können die sich wieder informieren, was sie für eine Krankheit haben. Dann gehen wir jetzt mal nach ganz oben. Das haben wir, davon brauchen wir, glaube ich, ein paar, ne? Gerne hier im Eingangsbereich. Eine vernünftige Klimaanlage. So, dann haben wir schon Stufe 4. Das geht ja schnell. Schön nah dran. Und dann können wir doch hier, weil wir jetzt Platz geschaffen haben, so schöne Palmen da reinsetzen. So, das brauchen wir nicht. So ein Schränkchen. Oh, komm, den verwenden wir so selten. Hier haben wir Platz, können wir mal machen. Holzen wir mal ein bisschen. Können wir hier auch noch einen Kühlschrank reinsetzen. Das Ding können wir ja zur Not auch ein bisschen verrücken. So. Dann hätten wir bestimmt noch hier Platz für so eine gedrehte Kaktusse. Zack. Dann haben wir eigentlich alles drin, ne? Sieht gut aus. Dann füllen wir nur noch auf 5 Sterne auf. 5 Sterne Deluxe. Ist ja auch der Deluxe-Entleuchter. Nicht wahr? So. Hier können wir hier noch irgendwo ein Bild hinhängen oder so? Nö, ne? Ja, hier hinter vielleicht. Dann sieht es schöner aus. Alles klar. Stufe 5. Ja, was du auch immer verkaufen willst, du machst das schon. Hier sitzen ja nicht so viele, außer vielleicht mal, wenn man einen Notfall hat, ne? Machen wir hier. Fangen wir mit den Mülleimern an, ne? So. Mülleimer, dann machen wir hier Luxus-Schneckautomat und den Luxus-Getränkeautomaten hin. So. Ist ein bisschen eng, gebe ich zu, aber gibt Schlimmeres. Machen wir hier noch einen Spielautomat hin und hier kommt auch noch ein Spielautomat hin, dann haben sie ein bisschen Unterhaltung. Dann können wir, jetzt müssen wir, glaube ich, mit Klimaanlagen noch was machen, ne? So, Eingangsbereich mega kalt, aber dafür ist der Rest schön. Dann nehmen wir die Schnapppflanze, hier kann noch eine Pflanze hin. Wir schalten mal um, damit das hier auf grün geht. So was hier noch dazwischen oder sollen wir noch irgendwas mit Spielspaß Spannung machen? Man weiß das immer nicht so genau, ne? Komm, bauen wir da noch ein Reittier hin. Die obligatorische Fußmatte. Noch ein schönes Bild hier, ein schönes Bild da. Hier passt noch der Hund hin. Und das Strandbild. Wobei mich das wirklich wundert, dass hier so gar nichts, weißt du?
Machen wir hier noch Kinderzeichnungen hin. Aber da müsste der Raum jetzt auch ideal sein. Perfekt. Hier ist auch alles grün. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal dran. Wir können aber mal eben das hier updaten und das hier updaten. Dann lassen wir mal ein bisschen laufen. So. Das lassen wir so, ne? Gesichtsstempel lassen wir auch so. Dann können wir hier mit Objekten arbeiten. Da haben wir eigentlich alles Wichtige schon eingerichtet. Ja, die hatte ich auch drin. Da brauche ich nicht nachgucken. Das kann ich mich noch dran erinnern. Dann machen wir hier noch eine Blume hin. Hier eine Blume hin. Hier eine Blume hin. Da ist schon jemand. Paul Beutelschnipper hat angerufen, um uns von seinem nächtlichen Zeitvertreib zu erzählen. Er behält seine Gartenzwerge mit Nachtsichtgeräten und Kamerafallen unter ständiger Beobachtung. Muss man auch machen. Paul ist überzeugt davon, sie früher oder später dabei zu erwischen, wie sie zum Leben erwachen. Wenn ihr euch seiner Mission anschließen wollt, dann nur zu. Sei nicht wie Paul, sei nicht doof. Wir machen mal wieder Pause, damit nicht so viel im Hintergrund läuft. Stufe 3. Wir haben aber auch alles drin, glaube ich, ne? Was ist das denn hier? Ersatzstempel. Ach du meine Güte. Wollen wir davon was kaufen? Nö, ne? Das können wir kaufen. So. Stempel, ja. Gut, da weiß man natürlich nie, ob man die nochmal kriegt. Hier ist alles drin. Das heißt, wir machen jetzt nur noch 5 Sterne, ne? Grün ist ja. So. So. Können hier die Entchen hin. Also ich muss das Ding schon gehabt haben, aber das kam mir völlig neu vor, dieses Bild. Deswegen war ich vorhin so erschrocken, ne? So, sehr schön. Machen wir hier gleich weiter. Auch wenn hier so ein verwesender Frosch liegt, aber da müssen wir durch. Komm, dann machen wir gar kein Federlesen. Zack, Korbstühlchen hin. Da ist alles. Also meines Erachtens haben wir alles drin. So. Müssen wir das ja auch nur auf Stufe 5 kriegen. Dafür müssen wir es allerdings auch mal eben anwählen. Aber dann ist die Mitarbeiterin natürlich auch gleich aufgewertet. Ne? Fühlt sich insgesamt wohler hier. Und das ist es ja, was wir wollen. Spritzenhaus hat, soweit ich weiß, keine Bilder, ne? Also keine von diesen Tafeln. Dann öffnen wir hier noch was hin. Alles klar. Auch Stufe 5 erreicht. Temperaturtechnisch
Fehlte hier noch die Klimaanlage, aber das sollte nicht das Problem sein. Stellen wir einfach hier hin und schon ist der Raum kühl. Haben wir hier auch alles im Griff. Sehr gut. Mal gucken, was wir da hinbauen können. So, was möchtest du denn haben? Erreiche die Stufe 4 mit dem Zimmer Strecksaal. Ja, das können wir mal versuchen. Befördern. Besuch, 8 Ruf, nehmen wir mit. Wenn wir den kriegen, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Alles klar, Weiterbildung benötigt. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen um Weiterbildung kümmern. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Ist hier noch irgendwo eine Weiterbildung? Ah, die sind noch dran, alles klar. So, dann macht mal die Geräte hier besser. Ihr wollt mich doch verarschen, ne? Wir können doch jetzt nicht plötzlich 21 Leute in der Flüchtigkeitsbeschleunigung haben. Oh. Gebt mir doch wenigstens mal ein bisschen Atempause. Nur ein bisschen. Einstellen, was haben wir denn? Schwache Blase, ne? Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, den will ich nicht, nee. Was kannst du denn so? Hungerlaunig. Was bist du? Junge von nebenan? Du bekommst einen klaren Auftrag, nämlich hier. Weißt du? Diagnostische Dinge. Den Rest machst du nicht. Nehmen wir dir wieder weg. So, alles klar. Und wir passen dich an, weil du bekommst lila. War ja richtig, ne? Ja, diagnostisch ist lila. Warum hast du kein lila? Weiß das einer? Nee, ne? Du hast lila. Ist richtig. Ach, du sitzt da in der Ecke, ne? Ich wollte gerade sagen, wie so ein Arzt. Und bist du auch lila? Du bist jetzt lila und du bist lila. Alles klar. Eingestellt sei da, ne? Gucken wir mal eben. Genau, du und du und du auch und du auch. Du bist ja Multi, was auch immer. Du bist auch eingestellt, du bist eingestellt, du bist eingestellt, du bist eingestellt, du bist eingestellt. Das macht einen sehr guten Eindruck. Dich nehme ich mal hier raus, damit du dich nur noch um Apotheke kümmern kannst. Wobei wir nur eine Apotheke haben und wir zwei Apotheker haben, ne? Genau, aber einer ist nur für die Apotheke zuständig und der andere ist sozusagen Springer. Der kann dann auch mehrere Sachen. Gut, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall mindestens schnell mal einen zweiten Raum kopieren. Scheiße, der passt nicht. Le Merde. Le Merde, Le Merde. Ach, ist doch Kacke. Ach, ist doch Kacke. Ach, nee, was ist das Kacke? Wenn ich da eine Ecke rausschraube, geht das? Das ginge, sieht aber kacke aus. Aber es ginge. Aber gefallen ist was anderes, ne? Ich habe nur noch 119.000. Jetzt mal wieder ein fettes Gebäude kaufen, wäre auch nicht so döll.
Na gut, wenn wir das hier in die Ecke packen, aber dann ist auch immer so blöd zu laufen. Nee, gefällt mir nicht. Ehrlich gesagt gefällt mir das überhaupt nicht. Aber was können wir denn stattdessen machen?